Wir haben uns heute für eine Reportage in der Niederrhein-Edition mit Heinz-Wilhelm Esser verabredet. Vielen besser bekannt als Doc Esser aus dem WDR-Fernsehen. Wir kennen ihn aber auch von seinen Podcasts der letzten Monate aus dem Radio, und zwar zum Thema Corona. Denn er ist nicht nur Kardiologe, sondern auch Lungenspezialist. Aber vor allem Niederrheiner. Und deshalb haben wir ihn heute zu Hause in Kochschenbruch-Pesch besucht, wo er 19 Jahre seiner Kindheit und Jugend verbracht hat. Und hier möchten wir mit ihm die Wirkungsstätten seiner Kindheit noch mal durchgehen. Das sind natürlich sein Elternhaus und der Wald und die Felder direkt in der Nähe, wo er seine halbe Jugend verbracht hat, wie er sagt. Bunker gebaut hat, Mais geklaut, ja, und das andere verraten wir jetzt nicht. Der Spielplatz um die Ecke, sein Kindergarten, wo seine Mutter auch Erzieherin war. Das Kochschenbrucher Schwimmbad, wo er zum begeisterten Schwimmer wurde und fast auch Profischwimmer hätte werden können. Die Grundschule Pesch. Und die katholische Kirche St. Marien. Ja, Doc Esser war auch mal Messdiener. Also ein richtiger Niederrheiner, der zwar mittlerweile in Köln lebt, ja, aber immer wieder gerne nach Hause kommt. Unbedingt. Ja. Und deshalb möchten wir von Doc Esser wissen, was für ihn Heimat denn genau bedeutet. Heimat sind Wurzeln und die wirst du nicht mehr los, sondern die verbinden dich. Und es ist ein sehr, sehr gutes, zufriedenmachendes Gefühl, wenn ich hier quasi die Ortsgrenze überquere. Ich kenne hier alles. Ich kenne die meisten hier noch mit Namen. Und das führt zu unheimlich viel Gelassenheit und Zufriedenheit. Und was ist für dich typisch Niederrhein? Man zieht mich immer wieder damit auf. Und wer mich kennt und wer mich sieht im Fernsehen, der weiß, ich habe eine große SCHCH-Schwäche. Ich bin schon wieder unsicher. Ich weiß auch nie, heißt es Fisch auf dem Tisch oder Viech auf dem Tisch. Ich glaube, das macht uns aus. Der Niederrheiner als solche ist manchmal etwas stoisch, beharrlich, aber sehr, sehr herzlich. Und wo sollte man am Niederrhein unbedingt gewesen sein? Also unbedingt mal zum Hargsee fahren, da auch ein Bötchen fahren. Das habe ich ein paar Mal schon gemacht in meinem Leben. Das ist herrlich. Und für die Jüngeren unter uns, Haldern Pop Festival ist einer der ersten Adressen, die ich empfehlen kann. Viele tolle Newcomer-Bands. Ich hoffe natürlich, dass das nochmal so stattfinden kann zu Corona-Zeiten. Aber da bin ich ja immer Optimist. Also das sind die Dinge, die muss man mal gemacht haben. Und ganz persönlich, wo ist dein Lieblingsplatz? Naja, also mein Lieblingsplatz ist gar nicht so weit von hier. Der ist nämlich auf der Terrasse meiner Eltern. Das ist nämlich wunderbar. Da läuft nämlich eine Straße entlang, wo ganz viele Leute immer flanieren gehen, mit ihren Hunden spazieren gehen. Und das tut der Niederrheiner ja gerne. Er lurt, ne? Was sagt die Nachbarin an? Ja, was trägt der denn da schon wieder? Und das finde ich spitze und das mache ich sehr, sehr gerne. Danke, Doc Esser. Oder wie wir jetzt sagen dürfen, danke, Heiwi. Das ist nämlich sein Spitzname und die Kombination aus seinen beiden Vornamen, Heinz und Wilhelm. Weißt du, was wir jetzt machen? Nee. Wir gehen zur Eisbude, meiner Lieblingseisbude, nach Kochschenbruch. Super. Ich nehme Schokolade und Stracciatella. Männer nehmen immer ein Spaghetti-Eis. Stimmt. Das ist so.